Hallo, ich bin Stefan. Willkommen auf dem Kanal von Nextmove. Wir haben das erste Tesla Model Y in Europa am Start und testen es für euch rauf und runter. In unserem ersten Video haben wir das Auto im Detail innen und außen vorgestellt und auch die Fahreigenschaften und seine Qualitäten im Alltag besprochen. Den Link zum Video findet ihr unten in der Beschreibung. Heute geht es um das, was beim Elektroauto für viele besonders wichtig ist, nämlich um den Verbrauch und damit die Reichweite. Für euch sind wir einen Verbrauchstest mit dem Model Y bei Tempo 120 und 150 km/h gefahren und präsentieren jetzt die Ergebnisse. Das ist das erste YouTube-Video zur Reichweite in Europa. Wenn du dich für Elektromobilität interessierst, dann bist du hier richtig. Abonniere gerne den Kanal. Ich nehme euch mit ins Model Y auf die Autobahn. So, Autobahn-Reichweitentest im Model Y. Ich habe mir einen Rundkurs gesucht, Autobahn-Rundkurs. Es ist relativ windstill, es ist 19.30 Uhr, es sind 24 Grad draußen. Ich fahre ohne Klimaanlage, erste Runde, Tempo 120, sofern erlaubt und verkehrsbedingt möglich. Tachoabweichung bei 120 haben wir schon gesehen, 2 km/h, Tesla-typisch, also sehr wenig. Und GPS-Profil läuft mit. Und ich habe mir Prozentwerte genommen, bin mit 64% in die Runde gegangen und nach einer Runde rechnen wir dann also hoch, wie viel Prozent weggegangen sind auf den vollen Akku. Und Rundkurs eben deswegen, um Höhenprofil oder Windeinflüsse möglichst gering zu halten. So, noch 3 Worte zum Testfahrzeug. Ich bin unterwegs mit einem Tesla Model Y. Performance, 21 Zoll Räder, 5-Sitzer Ausstattung, Sommerreifen. Ein US-Import auf Deutschlands Straßen und Reifendruck ist ungefähr 3 bar. Eine spannende Frage, die wir unter unseren Videos noch bekommen haben, ist: Wie kommt ihr zu dem Auto? Wo kommt es her? Warum ist es jetzt bei euch? Kann man das mieten? Gehört euch das? Es gehört uns nicht und wir wussten nicht, wo es hinkommt. Wir haben ja so ein Review gemacht, wo ich mit dem Jan Schoner oder Schooner Autobrokers, wo wir uns so ein bisschen die Bälle zugespielt haben über den großen Teich. Ich im Studio, er in Florida. Und da wusste ich, das Auto geht nach Deutschland, aber ich wusste nicht, wohin es geht. Und es ist tatsächlich gelandet bei einem Unternehmen, mit dem wir mehrjährig geschäftlich, partnerschaftlich bereits verbunden sind. Und dort kann man das Auto auch mieten. Und so haben wir es jetzt auch gemietet. Und man muss aber dazu sagen, dass man so ein Auto nicht mieten kann, wie man sonst ein Auto mietet. Denn wenn an diesem schönen Auto ein Kotflügel kaputt geht, weil zum Beispiel ein Reh reinhopst oder jemand aus einer Einfahrt rausfährt und nicht guckt, sondern was halt so im täglichen Straßenverkehr immer mal passieren kann, wo niemand was dafür kann, aber es kann halt passieren, dann ist es so, dass dieser Kotflügel, dass das Auto dann sehr unschön aussieht und diesen Kotflügel kann man aber nicht kaufen und dann will auch keiner mehr das Auto mieten. Es ist also jeder Meter auf deutschen Straßen ein allgemeines Betriebsrisiko. Wenn man also eine Bedingung formulieren müsste in einem Mietvertrag, heißt kaputt machen verpflichtet zum Kauf oder Beschädigung verpflichtet zum Kauf, unabhängig davon von der Schuldfrage. Im Endkundengeschäft sind so eine Klauseln natürlich, ich würde mal sagen, zumindest fragwürdig und der gemeine Endkunde hat auch nicht 90.000 Euro rumliegen, um ein Auto sich zu kaufen, was kein Navi hat und nicht am Supercharger laden kann. Wer kann das Auto also mieten? Zielgruppe sind natürlich Unternehmen, die im Automobilsektor tätig sind. Die machen es nicht alle gleich kaputt oder schrauben es auseinander, sondern es können auch ganz harmlose Verwendungen sein. Zum Beispiel eine Marktforschung, wo also Kunden befragt werden, wie sie das Auto finden. Dann kann es zum Beispiel sein, dass sich jemand für Verbrauch des Fahrzeuges interessiert, für die Klimaanlage des Fahrzeuges interessiert, natürlich auch für die Verarbeitung des Fahrzeuges interessiert. Und so weiter. Und solche Kunden mieten dann halt mal so ein Auto und sind auch bereit, das geschäftliche Risiko und auch die hohen Beschaffungskosten des Anbieters zu honorieren. Die Mietpreise sind also nicht mit normalen Preisen vergleichbar, weil der ein oder andere möchte auch nicht sagen, dass er das Auto gemietet hat. Und die, die drüber reden, Abteilung Attacke sozusagen, sind wir hier bei Nextmove. Und weil da eben ein entsprechendes Vertrauensverhältnis da ist,
dürfen wir das Auto entsprechend vorsichtig hier bewegen. Und weil wir es vorsichtig bewegen, sind eben so eine Sachen wie VMAX oder 200 oder so eine Sachen sind halt nicht im Testportfolio enthalten, damit wir es wohlbehalten wieder abstellen, damit die Leute, die Autos besser machen wollen, auch in anderen Firmen, damit die es auch noch mieten dürfen hinterher. Windgeräusche ist noch ein Thema. In unserem letzten Video waren wir ja unterwegs bei 130 und 150 km/h und da war es schon deutlich hörbar. Eben hat man es gehört, dass der Asphalt gewechselt war. Ich habe nämlich eben gemerkt, dass es so super leise im Auto war und wollte euch da nochmal mit dazu nehmen. Aber es war gar nicht in erster Linie der Wind, sondern der Asphalt, und jetzt ist er wieder schön leise. Jetzt war er kurz wieder ein bisschen lauter. Also bei 120 kaum Windgeräusche. Runde 120 km/h haben wir fast voll gemacht. Wir haben jetzt ungefähr 10 km vom Ziel abgebrochen, weil großes Höhenprofildifferenz gibt es hier nicht. Aber wir haben hier eine Baustelle, noch eine sehr, sehr, sehr lange, die den Verbrauch und damit auch die Durchschnittsgeschwindigkeit sehr nach unten gezogen hätte. Die genaue Auswertung, wie weit das Auto denn nun bei 120 km/h fahren würde, gibt es im Anschluss in unserer Analyse. Aber einen Wert sage ich euch schon, wir sind unter 17 Kilowattstunden Verbrauch geblieben. Ich fühle mich hier wirklich ziemlich wohl in dem Auto, sitze gut und das Handling ist angenehm, die Rekuperation ist sehr stark, der Anzug ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. So, neues Spiel, neues Glück, neuer Tag. Akku wurde früh ein bisschen warm gefahren. Und dann hat sich jetzt nochmal hier ein längerer Streckenabschnitt offenbar ergeben, wo wir Tempo 150 noch testen. Das heißt heute nur One-Way, aber das GPS-Profil läuft natürlich mit. Das heißt, wir sehen, ob wir einen Höhengewinn haben. Es sind 13 Grad draußen, Heizung auf 21 Grad und Auto eingestellt. Und da vorne sind die Windräder, wenig Wind, die Bäume stehen still und leicht von links hinten, aber kein großer Einfluss, denke ich mal. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt bei hoher Geschwindigkeit. Tachoabweichung übrigens 2 km/h auch bei dieser Geschwindigkeit. So, wir haben einen super Wert hinbekommen. Wenn ich sage wir, hinten dran hängt nämlich das Model 3, der hat mitgenullt. Und wir konnten 70 km fast komplett 150 durchziehen. GPS-Profil haben wir gemacht. Ich glaube, ein 147er GPS-Schnitt stand dann drauf am Ende des Testes. Und wir waren unter 26 Kilowattstunden in diesem Auto. Und das Model 3 hat natürlich ein bisschen weniger gebraucht. Und ich gucke hier noch mal kurz auf die Reifendrücke. Sind jetzt ungefähr bei 2,9 Bar hier bei dem Auto. Wohlgemerkt mit 21 Zoll Rädern als Performance sind wir hier unterwegs. Und das ist schon ziemlich gut, glaube ich, was das Auto hier abliefert. Aber genauer nehmen wir nochmal den Bleistift und den Taschenrechner und schalten ins Studio zur Analyse. Willkommen im Nextmove Studio zur Auswertung der Zahlen und Verbräuche. Schauen wir zunächst auf die Runde mit 120 km pro Stunde. Wir zeigen euch den GPS-Mitschnitt der Testrunde. Wie ihr seht, es gab einige Baustellen und Tempolimits. Wir sind einen fast kompletten Rundkurs gefahren, haben den Test nur kurz vor der vollen Runde beendet, weil auf den letzten Kilometern eine sehr lange Baustelle war, die wir nicht in den Werten haben wollten. Beim Höhenprofil gab es eine kleine Abweichung von ca. 100 Höhenmetern zu unseren Gunsten. Obwohl zu dieser Zeit nicht mehr viel los war, hat die Realität einer deutschen Autobahn aufgrund von Geschwindigkeitsbegrenzungen nur einen Schnitt von echten 108 km pro Stunde erlaubt. Auf der kompletten Strecke war übrigens nirgendwo mehr als Tempo 130 erlaubt. Das hat auch mir nochmal gezeigt, was für außergewöhnlich gute Testbedingungen wir auf unserer Hausstrecke rund um Leipzig haben, wo der überwiegende Teil ohne Tempolimit gefahren werden kann. Auf unserem Kanal findet ihr jede Menge spannende Verbrauchstests bei allen erdenklichen Geschwindigkeiten. Zum Beispiel, wie lange kann man im Tesla Model 3 Vollstrom fahren, bis die Leistungsbegrenzung eintritt? Wie lange und wie weit kann man den Porsche Taycan mit 200 km pro Stunde fahren? Reichweiten-Challenge zwischen Porsche Taycan und Tesla Model 3 bei Tempo 150 km/h, Porsche Taycan gegen Tesla Model S Raven bei 120 km pro Stunde, da wäre ich fast liegen geblieben am Ende. Stöbert gerne durch unsere meistgeklickten Videos, da ist für jeden was dabei. Laut GPS sind wir unsere Runde also staufrei mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 108 km pro Stunde gefahren. Im Tacho des Model Y wären das 110 km pro Stunde gewesen. Bei vielen anderen Elektroautos, die wir getestet haben, ist die Abweichung zwischen GPS und Tacho aber viel größer.
Gefahren wurden knapp 95 Kilometer Strecke, verbraucht wurden dabei 16 Kilowattstunden und der Ladestand der Batterie sank bei der Testfahrt von 64% auf 42%. Der Bordcomputer zeigte einen Durchschnittsverbrauch von 167 Wattstunden pro Kilometer an, also knapp 17 Kilowattstunden Schnitt pro 100 Kilometer. Wie weit wäre das Auto unter diesen Bedingungen denn nun gefahren, wenn wir also von 100 auf 0 das Auto leer gefahren hätten, die komplette Reichweite einer Batterieladung? Das haben wir für euch rechnerisch ermittelt und auf Basis der Ladestände hochgerechnet. Für unser Testprofil Autobahn in NRW an einem Frühjahrsabend sozusagen ergibt sich eine Reichweite für das Auto von 430 Kilometern. Eine mögliche statistische Abweichung wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, da wir auf Basis des State of Charge Prozentangabe gerechnet haben und damit geringfügig unscharf, da diese Werte im Ladestand nur alle 4 bis 5 Kilometer gefahrener Strecke um einen Prozentpunkt also weiterspringen. Aus unserer Sicht sind 17 Kilowattstunden bei maximal 120 Kilometer pro Stunde und die daraus resultierenden 430 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung ein Top-Ergebnis für ein SUV in dieser Größe. Damit ist das Model Y bei unserem Realtest immerhin auf 10% an den erwarteten WLTP-Wert von 480 Kilometern herangefahren und das auf der Autobahn. Trotz der Unschärfen glauben wir uns mit unseren 430 Kilometern sehr nahe an der Realität. Das gefahrene Höhenprofil hat den Wert etwas erhöht. Allerdings liegt auch eine relativ geringe Entnahme aus dem Akku von hochgerechneten 72 Kilowattstunden zugrunde, der vermutlich noch etwas höher sein dürfte in der Praxis. Zwar wurde im Test ohne Klimaanlage gefahren, aber immerhin mit dem am stärksten motorisierten Performance-Fahrzeug. Ein normales Allrad Model Y wäre vermutlich noch ein gutes Stück weiter gefahren. Ich schätze, dass es ca. 6-9% effizienter sein wird und damit die Reichweite im Test 455 bis 470 Kilometer betragen hätte. Im Winter natürlich deutlich weniger, aber das Model Y hat ja im Gegensatz zum Model 3 eine sogenannte Wärmepumpe. Daher dürfte die Winterreichweite nicht so deutlich einbrechen wie beim Tesla Model 3, das aus unserer Sicht eine ausgeprägte Winterschwäche hat. Der erzielte Verbrauch für das Model Y klingt erstmal vielversprechend. Aber wer unserem Kanal schon länger folgt, der weiß, dass wir solche Verbräuche nicht isoliert betrachten, sondern im Vergleich zu anderen Elektroautos. Und die Aussagekraft eines solchen Standalone-Tests, wie wir ihn hier gefahren sind, ist natürlich begrenzt. Vergleiche zu anderen Fahrzeugen lassen sich so nur bedingt ziehen. Selbst wenn man die gleiche Strecke mit dem gleichen Auto an unterschiedlichen Tagen fährt, können deutlich abweichende Werte herauskommen. Der Grund liegt in den unterschiedlichen Außenbedingungen wie Wetter, Verkehrsdichte, die einen erheblichen Einfluss auf den Verbrauch haben. Deswegen fahren wir unseren Vergleichstest im Normalfall immer parallel mit mehreren Fahrzeugen. Aber unsere Zeit mit dem Model Y war begrenzt und wir wollten einfach alles an Werten für euch mitnehmen, was möglich war, so eben auch diesmal Standalone. Aber noch ein kleiner Ausblick auf den Folgetag, da sind wir nämlich noch einen echten Next Move Knallertest gefahren. 225 Kilometer Autobahn, kompletter Rundkurs, alltagstaugliche Reisegeschwindigkeit, verschiedene E-Autos am Start, gesteuert von erfahrenen E-Mobilisten. Freut euch auf die, wie ich finde, coolste Vergleichsfahrt, die wir je gemacht haben. Also, wer noch nicht an Bord ist, Kanal jetzt abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Es wird sich lohnen. Wir haben für euch auch noch ein Begleitfahrzeug mitgenommen, um möglichst schöne Autobahnbilder einzufangen. Aber wir haben ja noch die Teststrecke mit dem Tempo 150 km pro Stunde. Diese Geschwindigkeit ist sozusagen der Härtetest für jedes SUV. In vorangegangenen Next-Move-Testfahrten hat sich bei dieser Geschwindigkeit die Spreu vom Weizen getrennt und viele Modelle sind brutal eingebrochen. Für viele Langstreckenfahrer entscheidet sich in dieser Disziplin quasi die Daseinsberechtigung eines Elektro-SUV. Schafft es der Hersteller auch bei dieser Geschwindigkeit eine brauchbare Reichweite abzuliefern und damit die Akzeptanz für das Modell auf deutschen Autobahnen zu schaffen? Dennoch haben wir ja kein generelles Tempolimit in Deutschland. Warum gerade 150 km pro Stunde und nicht schneller? Für die allermeisten Tesla-Fahrer ist 150 die natürliche Grenze, weil der Autopilot nur bis zu dieser Geschwindigkeit das Lenken und Spurwechseln übernimmt und man so einfach entspannter reist. Auch für Tempo 150 habe ich einen super Wert fahren können, nämlich auf der Anreise zu unserer großen Vergleichsfahrt. Fast 65 km bin ich quasi konstant 150 km/h durchgerollt. Mangels Streckenkenntnis hat sich die Messung allerdings ins folgende Speedlimit hineingezogen.
Und auch das Höhenprofil hat am Ende noch leicht reingespielt, aber so ist die Realität nun mal. Insgesamt hat sich aber ein sehr gut auswertbares Fahrprofil ergeben. Gefahren wurde also eine Strecke von 69 km mit GPS-Schnitt 145 km pro Stunde. Für diese Strecke wurden verbrauchte 17 Kilowattstunden angezeigt. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 25,4 Kilowattstunden pro 100 km. Unterstellen wir hier eine Entnahme von 72 Kilowattstunden aus dem Akku, ergibt sich hochgerechnet eine Reichweite von 283 Kilometer. Das ist natürlich viel weniger als zuvor, aber es liegen ja nicht nur 30 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeitsunterschied dazwischen, wie wir uns vorgenommen hatten, sondern reale 37 Kilometer pro Stunde. Ihr habt es gehört, ein Model 3 war im Schlepptau. Wie hat das Model 3 abgeschnitten? Da gab es bezüglich der Messung des begleitenden Model 3 leider ein paar Kommunikationsprobleme, weshalb die Datenlage etwas unsauber ist. Der Fehler lag bei mir, sorry dafür. Deshalb an dieser Stelle noch keine Zahlen zum Model 3. Eine perfekte Datenlage liefern wir dann, versprochen, im nächsten Video für diese beiden Autos und auch noch weitere. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch oder probiert es zumindest mal aus.